Oh, ich bin ja schon da. Hat der Part schon begonnen? Hallöchen. Was passiert hier gerade? Warum hat jemand einen Schlüssel zu meinem Raum? Okay, jo, hi und willkommen. Mein Name ist da Leroy P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fire Emblem Engage. Ich habe vergessen, letztes Mal ein Nickerchen zu machen, deswegen bin ich jetzt mal hier reingegangen und hab das mal nachgeholt. Ne, hab da nichts dagegen. Ne, das weiß ich nicht. Bringt da dort irgendwie so viele von den Dingern zu haben? Keine Ahnung. Ja, in der letzten Folge haben wir die Nebenquest gemacht, in der wir John bekommen haben. Wir haben Dorfbewohner gerettet und ich würde sagen, wir machen heute in der Story weiter, ne? Und aber gerade von John reden, wo ist er? Letztens war er hier im Schwimmbad. Ich glaube, jetzt ist er nicht mehr da. Ja, die Zwillinge tun irgendwie die ganze Zeit hier immer am Rumplanschen. Hey, du bist John, oder? Komm mal hier hin. Ich möchte mit dir reden. Nein, okay, dann eben nicht. Hat der war im Wesen Spaß, okay. Aber nicht mehr lange. Aber jetzt geht's weiter mit dem Kämpfen. Genug herumgeplatschert, jetzt wird getötet. Wir gehen zur Weltkarte und gehen in das nächste Kapitel rein. Und wir haben ja von Alfred, nenne ich von Alfred, von dem seine Mutter erfahren, dass wir, dass das Königreich von wie auch immer das nochmal hieß hier einen zweiten Ring hat und den wollen wir uns mal holen, ne? Die Bergsiedlung, Kapitel 6. Die Gruppe macht sich auf den Weg zu dem Schrein, der den Ring der Tochter des Lichts beherbergt. Ich glaube, das ist Mikaya. Los, gehen wir da rein und gucken wir mal, was uns erwartet. Ich habe gerade irgendwas verlegt und ich suche halt die ganze Zeit hier, aber ich finde es nicht. Kapitel 6, der gestohlene Ring. Gefunden. Und schwer. Oh, Brodia. Sehr gut. Darum trainieren die Bros. Aber warte, ich rieche wie irgendwie wie Trouble am Brewing ist. Was ist das? Sie habe schon mal gesehen. Und zwar einige Leute, die ich auf YouTube jetzt abonniert habe, sind wahrscheinlich alle gerade so an der Stelle und ich sehe sie in jedermanns Thumbnail. Ich muss erstmal einige Leute hier unabonnieren, weil ich mich nicht spoilern wollte, weil sonst komme ich wieder an die ganzen Thumbnail-Spoilers und das möchte ich nicht. Und ja, sie habe ich überall gesehen in den letzten Tagen. Okay, sie ist eine dunkle Magierin. やっぴー。助けが現れましたぞ。え、先ほど落とし物をしてしまったのでござるよ。人も居らぬし、すっかりこまり果てており。あ、私目はユナカと申す者です。ヨナカ。お二人とも、ヨロピッピ。ヨロピッピ。へえ、流行りの挨拶か。軽快な発音だ。 それでユナカ。いや、せやしょ、まず、まあ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 、
Ja, klar, ich bin der Würmgott. Kannst mir glauben. Als wenn irgendjemand anders gesagt hätte. ich bin mir ziemlich sicher, er hat nicht das gesagt. ありませんか。ですが私めは神竜がどこにいるかわかりません。頼まれた指輪が道案内を申し出てくださり、まずはフィレネオートに向かうことになったというわけです。確かにここからリトスの地を目指すのなら、オートに行くのが一番早いね。しかし途中で、この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 、
Das ist eine dumme Idee. Wir sind getrennt. Ah, Teronda besiegen. Daniro und Yunaka werden besiegt. Okay. Oh, ich kann nur eine Person auslassen. Perfekt. Ja, warte mal. Alle außer Wanda. Einfache Wahl. Ja, wenn ich die Nebenquest nicht gemacht hätte, dann hätte ich alle mitnehmen können. So. Okay, sie ist grün, aber ich kann sie trotzdem steuern, ne? So weiter, glaube ich schon, oder? Bitte sag mir nicht, du bist eine Diebin. Oh, du siehst aus wie eine Magierin vom Design, ja? Kunst des Tötens. Befindet sich die Einheit auf einem Gelände, das ihr einen Ausweichbonus gewährt, erhält sie Treffer plus 15. Nett. Yunaka, eine Diebin, die eine Bergsiedlung angetroffen wurde. In einer Bergsiedlung angetroffen wurde. Sie wählt die Details ihrer Vergangenheit für sich. Bis wir sie in Support zu fragen. Sie kann auch heilen. Sie hat Pflege. Nee. Sie hat schon S-Rang in Dolche? Ist das irgendwie, weil ich auf Schwer spiele oder was? Okay, die Blankfinger mit einer Talent für Schlösser knacken. Fliegen mit ihren Händen, tödlich mit ihren Messern. Designer verdoppelt den Ausweichbonus durch Geländeeffekte. Okay. So, Diebe. Ich glaube, ich sollte erstmal das hier ansprechen. Oh, da erinnere ich voll an Radiant Dawn. Wo ihr die Fackeln anzünden musste. Okay. Ich muss mal kurz. Okay, da wir jetzt halt nicht sehen. Wie komme ich jetzt zurück, Mann? Na. Da wir halt nicht irgendwie, weiß nicht. Doch, ich muss da nichts. Ich muss mal kurz. Was ist dein Waffenlevel? B. Ich glaube, das ist gar kein Unterschied, ne? Wo ist auch B? Das heißt, zum Glück habe ich irgendwann mal, wenn ich mich nicht irre. Oh, ich muss für ihn auch noch einen Ring erstellen, merke ich gerade. Zum Glück habe ich irgendwann mal hier Illumis gekauft oder bekommen. Der magische Stab, der Dunkelheit oder Nebel vertreibt, hält einen Radius von 7 Feldern. Nimmt pro Runde ab. Den nehmen wir mit. Weil dann können wir nämlich besser sehen. Weil das ist eine sogenannte Fog of War Karte. Nebel des Krieges, würde das auf Deutsch heißen. Ich meine, ich kenne nur die ganzen Begriffe auf Englisch. So, erster Boss. Level 13, ey. Tironda, Anfeuer einer Diebesbande, die in einer Bergfestung sitzt. Ohne Moral, wenn es um Schätze geht. Okay. So, Fog of War Karten, das sind Karten, wo man halt nicht sieht, was sich hier befindet in der Dunkelheit. Sind meistens immer die nervigsten Karten in ganz Fire Emblem. Aber wir haben zum Glück ein Heiler mit Illumis. Wenn ich das so richtig anstellen könnte, dann ich könnte auch bringt irgendwie jetzt nicht viel, hier die Charaktere so umzuordnen, weil wir sowieso nicht wissen, gegen was wir hier kämpfen. Ich tue normalerweise meine Briten in Einheiten immer nach hinten. So, mein Plan ist, wir gehen hier hin, machen die Fackel an, dann kriegen wir, glaube ich, mehr Sicht, ne? Ich würde sagen, du gehst mal näher dahin, dann kannst du vielleicht hier mal erhellen. Aber sieht irgendwie nicht so aus, als könnte man da rumlaufen, ne? Warte mal, was soll das hier eigentlich? Warum gehen wir überhaupt hier lang? Da führt er irgendwo nirgendwo hin. Was? Doch hier rum. Warum teilen wir uns auf? Ich verstehe das nicht. Egal, ich glaube, wir sind schon. Ich sehe halt nicht, gegen was ich kämpfe. Von daher macht es das relativ einfach hier. 10 von 10, boom. Da? Ja, die haben eine erhöhte Sichtweite. Yunaka hat sich deiner Gruppe angeschlossen. Ja. Dunkle Norden sind nur Felder in unmittelbarer Nähe von Verbünden, Fackeln oder Leuchtfeldern sichtbar. Wenn es eine Einheit nicht überstürzt vorrücken, in der Dunkelheit können Gegner lauern.
Überraschungsangriff. Oh wow. Ehrlich? Einfach so. So wie Gintoki aus Gintama. Hat er gerade Inaka gesagt? Ich glaube, sie heißt in Japan schon anders. Was manchmal der Fall ist. So, Terron habe sie. Kein Ding. Mache ich doch gerne. So, ihn kann man abbrechen. Stimmt. Staatseffekt Gift. Manche Klassen, die etwa Diebe verwenden, besser die Gegner beim Angriff vergiften. Oh Gott. Bitte nicht bei den Gegnern. Boah, Ninjas, Fire Emblem Fails. Oh mein Gott, die sollen sowas für nervtötig. Ja, ich greife dich an, mach gar keinen Schaden. Aber ich habe diesen speziellen Effekt, dass ich trotzdem 20% von deiner AP Schaden mache. Und ich habe 3 von diesen Dingen in meiner Fähigkeitsleiste. Das heißt, du wirst so oder so am Ende des Kampfes einen HP haben. Das ist sowas von zum Kotzen, ey. Vergiftete Gegner nehmen zusätzlichen Schaden. Rote Angriffe mit einem Messer erhöhen die Wirkung des Giftes. Vergiftete Einheiten bleiben so lange vergiftet, bis sie mit einer Erneuerung starb oder ein Antitod geheilt wurden. Oh nee. Ja. Was zum Wurfball? Ich meine. Natürlich greife ich mit der Ass an, ne? Töten wir ihn überhaupt? Liberation. Das sind 12. Machst du 12 Schaden? Ja. Ich muss mich noch gewöhnen, ja, wieder hier. So, ich nehme jetzt mal an, da oben in der Ecke ist ja wohl nichts, ne? In dieser einen Ecke. Doch, da wartet nun und warte mal auf uns. Weiter. So, dann greifen wir mit dir an. Und dann bist du tot. Und da war er tot. Emblem von Dawn, Fire Emblem 10. Mikaya, komm zu uns. Ja. Sehr geil. Ich bin Monshoushi Mikaya. Ich bin der Image, die Man kam zu glauben, dass Fire Emblem 10 damals auf Deutsch war. So komplett auf Deutsch mit Sprachausgabe und so. In den paar Szenen, in denen sie synchronisiert war, das Spiel. Okay. Ich glaube, Mikaya wäre aber nicht so gut aufgehoben bei ihr. Weil Mikaya ist eine Magierin. Und sie sieht jetzt nicht so magisch aus. Und ich eher Klamm geben oder Fram. So, sehr cool. Zum Leben von Dawn. Sie unterstützt verbündet mit ihrer Lichtmagie und ihren Heilstab. So, Geistliche. Die eine kann stehen bis Level 10 verwenden. Ah, deswegen kann sie. Ah, und jetzt kann sie. Also sie kann jetzt gerade. Okay, cool. Weiter wird die Reichweite des Stabs um 5. Um 5. Halt KP auch den ich für konnte nach Einsatz. Okay, cool. Okay, da ist ein Dieb. Das macht Kart. Ist normalerweise effektiv gegenüber, ne? Vergiftet getroffene Gegner. Oh nee.
So, da war ein Axtkämpfer. So, ich gehe trotzdem mal hier rein mit. Wie weit ist denn der? Ach, das ist. Okay, er wird ja wohl überleben, ne? Ja. Ha 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 ha. Guck mal da, er. So, wird dann noch hier so viel verteidigen? Niemand. So, ja, okay. Ja, du wirst kaum Schaden machen gegen ihn. Na, ich traue mich schon nicht, irgendwie jemanden dahin zu bewegen. Hm, ich bewege dich mal hier hin. Ich könnte auch Bündnis einsetzen und einfach so da reingehen, ne? Oder ich kann einfach mit ihnen hier ihn angreifen, aber ich weiß ja nicht, was dann alles kommt, ne? Wir gehen jetzt mal hier rein. Und dann setzen wir mal den Stab ein. Warte mal, ich muss ja auch noch. Mit wem greife ich denn? Wen locke ich denn ihn an? Den Hammer. Oh, zum Glück habe ich meinen längst nicht eingeschickt. Hammer sind effektiv gegen Rüstungen. Hm, ich könnte dich hier reinpacken. Aber du bist. Treffer 68 Treffer nur. Okay, warte mal. Ausweichen 31. Hat sie 61 Ausweich. Wie sie schon so stark, Mann. Hm. Ich könnte ja auch ein Leichtschwert geben. Dass sie noch. Dass sie noch mehr ausweichen, ne? Machen wir mal so. So, und dann bewegen wir dich hier hin. Das ist perfekt, ne? Jetzt setzen Elomis ein. Dürfte den ein bisschen Erfahrungspunkte geben. Oh ja, da ist doch schon ein bisschen mehr. Oh Gott, sie ist tot. Obwohl, nee, eigentlich nicht. Weil nur einer von denen kann sie erreichen. Okay, nur einer von denen kann sie erreichen. Und da ist das nicht so schlimm. Und sie wird definitiv nicht auf Konter ja jemanden erledigen. So, wir müssen aber sie eben bewegen. Nicht so weit, nur so ein bisschen. So. Hm, sie kann sich hier einbewegen. Was du denn noch blockieren? Ah, stimmt. Okay, bleib du da. Du bleibst da. So. Nicht da aus. Wo ist er? Komm vom Langbogen. Schon sagen, von wie weit hat der mich denn erreicht? Kein Schaden. Aber 84%, Kollege. Okay. Hast du mich gerade mit 10% Trefferchance getroffen? Ich glaube, ich spinne. Sehr unwahrscheinlich, dass du mich hättest treffen können, ne? Ja, unser Plan ist direkt nach hinten losgegangen. Ja, habe ich schon herausgefunden. So. Emblemikaya. Emblemikayas unumstrittene Stärke ist ihre Heilmagie.
Die Synchrofähigkeit geistig erlaubt es eine Einheit ungeachtet ihrer Klasse den Einsatz von Stäben. Das ist ziemlich cool. Die Bündniswaffe Glanz greift an und erleuchtet die Umgebung. Die Bündnisfähigkeit Weitung vergrößert die Reichweite und Wirkung von Stäben. Der Bündnisangriff großes Opfer steht die KP aller Verbündeten vollständig wieder her. Außerhalb der Reichweite auch. Okay, weißt du was? Machen wir mal. Weil ich nicht wirklich den Heilstab gerade brauche, aber ich hätte gerne den Fackeleffekt. Oh, das war mal nett. Wie mache ich das jetzt? Ich werde stehen und das fällt zum 1. Wie mache ich das? Ups, nein. Der Start und du brauchst das Fett zum 1. Ja, aber das ist doch nicht. Okay, haben wir gesehen. Okay. Das ist das. Guck mal, wie sie jetzt aussieht. Sci-Fi Hero. Okay. Alter, was soll ich denn dagegen machen? Ja, ich glaube, ich hätte erstmal hier angreifen sollen, ne? Marv, gehen wir mal volles, gehen wir ja volles Rohr. Und ja, ich mach dich mal platt, wenn du nichts dagegen hast, ne? Jetzt gerade geguckt hat er was zum Klauen. Kann man überhaupt klauen vom Gegnern? Egal. So. Oh, mein vernünftiges Level up. Haha. Ausweichen. Noch mehr ausweichen. Ich glaube, er hat aber nichts, ne? Kann sie überhaupt klauen? Dann töte ich mit ihr Messer. Gab es überhaupt Clown in Free Houses? Ich glaube, da gab es gar nicht, ne? So, die Situation, ja. Ich könnte den mit einem Langspeer töten. Oh ja. Problem ist, ich weiß nicht, was sich dahinter noch irgendwie findet. Ich kann nicht die Fackel anzünden und dann angreifen, ne? Ja, wie weiß, wenn du halt hier mal absperrst, ne? Oder? Ja. So, jetzt kommt ja keiner mehr vorbei. Sehr guter Tank. Sehr gut. Oh, mehr Verteidigung. Mehr Figur. Sehr gut. So, dann können wir mit ihnen hier reingehen. Der da oben reicht uns. Von daher gehen wir mal hier hin. Oh, trifft den aber nicht. Ich habe übrigens ein bisschen meine Waffen hier auch hochgeballert. Bei einigen Charakteren. Und irgendwie so Siegel oder so reingepackt. Was ist nicht genau, wie man das nennt. Also knapp davor. Wie sieht's mit dir aus? Du machst ihn fertig. Seit ihr habe ich zum Beispiel den Eisenbogen ja hochgeballert. Und ich habe da irgendwie, weil nicht so ein Ding da reingepackt. Ich glaube, da ist von Sigurd oder so. Irgendwie die Treffergenauigkeit. Man kann von jedem nur einen, ja, von jedem Helden nur einen.
habe ich ein bisschen ausgetobt, so vorbereitet und so, ne? Eine Fackel. Na, fackel ich doch nicht lange. So. Kannst du da oben hin? Ich glaube ja, ne? Komm du mal hier hin. Und machst das hier, genau. Doof. Schon genug Gegner gekillt. So. So. Sein Wurfpfeil habe ich ein bisschen hochgeballert, ne? Ich glaube, da bringt's. Okay, ihm habe ich die Stabachse gegeben, die wir letztens bekommen haben. Ja, du kriegst ihn aber nicht down. Ah, ich werde auf jeden Fall gekontert. Mit 14%iger Trefferchance. Ich meine, letztens hat der Auge getroffen. Okay, wollte schon sagen. 11%, 14%. Das ist eigentlich sehr gering. Die Wahrscheinlichkeit, dass man getroffen wird. So, du hast den Hammer bekommen. Was nehmen wir denn da weg? Ich tue mal Teilmittel so lange weg. So, dann. Ich hoffe, da oben kommt jetzt nicht noch irgendwas. Wie triffst du mich? Donner. Uff. Kein Vollangriff. Drei Reichweite. Willst du mich auf den... So, ich würde jetzt nicht zu weit nach vorne preschen, weil ich keine Ahnung habe, hier noch irgendwas ist. Wenn ich Pech habe, ist da genau ein Schütze, ne? Pass auf. Ich sehe das schon. Wenn ich ihn hier hin bewege, dann kann ich das, glaube ich, sehen, ne? Weiter den Fackeleffekt um sich. Ah, da ist nichts, okay. Na, lass mal da reingehen. Nein, nicht mit dem Langspeer. Oh, ich habe mit ihr gar nicht. Oh nein. War ich die letzte Mal nicht dabei? Ich glaube nicht, ne? Verdammt. Ich habe noch gar nicht alle Waffen zurückgegeben. Verdammt. Stimmt, ich hatte sie im letzten Kapitel nicht. Warte mal, hatte er nicht auch? Eben habe ich alles gegeben, deswegen. Oh. Na gut, dann heim wir nicht mal, obwohl ich warte mal, ich glaube, der eine konnte uns, nee, der eine konnte uns nicht erreichen, ne? Ich habe zwei Heiler, von daher kann ich jetzt ein bisschen riskant aufspielen. Hier hin, dann weiter. Wow, mein Tank ist so gut, ey. Au. Da kommt schon der nächste. So, dafür hatte ich mehr Ausweichen, habe werde ich dauernd getroffen irgendwie. Okay, wir müssen hier rein. Ich könnte aber auch im nächsten Zug. Ha, er geht jetzt hier. Hat man mit, was für ein Level ist sie überhaupt? 16. 16, 6. Ich hätte gern mehr von diesen Leuchtdingern. Aha. So, wenn ich Glück habe. Nicht gut. Ich würde ihn am liebsten ja anlocken, aber da muss ich. Außer ich mache ihn irgendwie platt jetzt. Ich glaube, ich weiß auch wie. ich könnte hier reingehen. Aber ich weiß nicht genau, was da noch auf mich wartet, ne?
So, lass mich mal kurz. Ah, nee, ich muss ja. Warte mal. Nein. 15, 12. Ich weiß nicht, was da auf mich wartet. So, ich könnte hier reingehen. Könnt ihr beiden fertig machen? Ja, ne. Ja. Oder du? Nee. Na, ah ja, sein Feuer habe ich noch mal erhöht, genau. Ins Gesicht. Ins Gesicht. Er ist im Wald, wird schon gut gehen. Und dann mache ich dich platt. Ja, Prozent, da will ich sehen. Und da war ein Langbogen, cool. Dann können wir jetzt auch von 3 Reichweite hier treffen. So. Ich glaube, ich teleportiere mich mit ihr wieder, ne? Teleportieren wir uns mit ihr? Ich glaube, wir teleportieren uns mit ihr. Weiß nicht, ob das so klug ist, irgendwie meine Teleportation ja so schnell zu benutzen. So, wenn ich hier reingehe, dann bin ich im Wald. Ich könnte natürlich auch hier hingehen, ne? Ich habe so das Gefühl, der hier wird nerviger mit seinem Donner. Problem ist, ich weiß nicht, was hier noch so auf mich wartet. Ich gehe mal hier hin. Mein Platt. Ja. Auf Donner habe ich keinen Bock. Ja, Vegas meint, der Zeitkristall ist am überpowersten. Ja, will ich gar nicht erst abstreiten. Es ist jetzt nicht so, als ob die Zeitkristalle überpowert sind. Es ist nur halt die Tatsache, dass man 10 von denen hat, ist einfach nur krass. Das ist ein bisschen Overkill. Dann bewege ich dich mal nach vorne. Dann nach Fackel. Genau, dieses Zeit-Zurückdrehen-Mechanik, die gibt es erst seit den letzten beiden Fire Emblem Titeln und ja, kam nicht so gut an, als er zum ersten Mal angekündigt worden ist und rausgekommen ist, weil viele Veteranen, weil hier ist die Sache mit Fire Emblem, ne? Wenn ein Charakter 0 HP hat im Kampf, ne, dann ist dieser Charakter tot, gilt als tot, ne? Und ah, du wirst mich ja nicht fertig machen, ne? K12 Angriff. Ich werde danach vergiftet sein, aber was soll's. Hab ich überhaupt ein Antidot? Ich glaube nicht, ne? Vielleicht trifft er mich ja auch nicht, ne? Mal gucken. Und ja, wenn ein Charakter stirbt, dann ist dieser Charakter nicht mehr spielbar für den Rest des Spieldurchlaufs, ne? Dann gilt dieser Charakter als tot und man kann ihn nicht mehr spielen. Okay, bitte triff mich nicht. Oh Gott. Und wenn das passiert, während eines Kapitels, während eines Kampfes, dann hat man in der Regel 2 Optionen. Ne? Erstens, man kann... Oh, sehr gut. Erstens, man kann... Ich möchte beide erreichen. Man kann einfach das Spiel weiterspielen. Und man findet sich einfach damit ab, dass einer der Charaktere, die man gerade verloren hat, einfach tot sind. Ne? Man macht einfach weiter. Oh, sehr gut. Ich weiß nicht, wodurch ich mich gerade geheilt habe. Also man kann entweder das machen oder, wenn man kein Fan davon ist,
nimmt man Option 2. Option 2 ist, man ja, man spielt das gesamte Kapitel noch mal neu. Das ist sozusagen die Bestrafung dafür, dass man irgendwie einen Fehler gemacht hat und das dass man einen Charakter verloren hat, ne? So, oh, du hast einen Charakter verloren, wenn ihr den wieder haben willst, muss das gesamte Kapitel noch mal neu spielen, ne? Viel Spaß, ne? Das ist sozusagen die Bestrafung dafür, dass man irgendwie missgebaut hat. Und so war das in früheren Fire Emblem Titeln, ne? Also man geht irgendwie, weil nicht, und spielt und oh, ich kann sogar hier drauf, cool. Also man geht irgendwie dahin und spielt und ja, man findet sich entweder damit ab oder man spielt das gesamte Kapitel noch mal neu. Und diese Zeitkristalle sind eigentlich dafür da, um ein etwas Zeit zu sparen, weil besonders später dauern die Kapitel ein bisschen, naja, das habe ich schon gesehen, ne? Dauern die Kapitel ein bisschen länger. Und wenn man dann irgendwie, weil ich nicht darum sitzt mit, keine Ahnung, ein einstündiges Kapitel und man macht einen Flüchtigkeitsfehler zum Beispiel, dann ja, dann verliert man einen Charakter und man muss das Spiel, man muss das Gesamtkapitel nochmal neu spielen und das stinkt. Also zum Let's Play ist das perfekt, weil dann muss halt nicht alles nochmal neu spielen, was ja ziemlich stressig ist nach der Zeit. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, aber versuchen wir mal. Aber so in der Regel ist es eigentlich so, man tut entweder, weiß ich nicht, sich abfinden mit dem Verlust eines Charakters oder man spielt das gesamte Kapitel nochmal neu. Das sind die einzigen Optionen, die man dann hat in so einer Situation. Wenn man nicht zurückgeht und den Charakter irgendwie, ich könnte jetzt hier reingehen, aber das ist mir viel zu gefährlich. Und so. Ah, war nicht. Ich dachte, er wird noch ein bisschen erhellen hier. Wahrscheinlich. Protektion funktioniert nicht, wenn er irgendwie auf Nachbeinheiten, ne? Ich will jetzt noch nicht da reingehen. Obwohl, du hast eine Menge Verteidigung, von daher komm. Mit der Leichtlanze. Und ich habe noch nie irgendwie gespielt, so im Sinne von nur einer meiner Charaktere ist tot, aber ich spiele einfach weiter. Das habe ich noch nie gemacht. Damit werde ich auch nie anfangen. Von daher, ja, meine einzige Option wäre, das Spiel noch mal der Kapitel noch mal neu zu spielen. Aber wenn man irgendwie das Spiel am Aufnehmen ist, dann super nervig. Weil das gleiche ist mir ja letztens schon irgendwie passiert, als wir Celine zum ersten Mal gesehen haben, ne? Dass sie auch gestorben, ne? Aber sie ist nicht gestorben, weil sie halt ein wichtiger Charakter ist, ne? Also da ist die einzige Ausnahme, wo ein Charakter nicht stirbt, wenn dann irgendwie ein Charakter ist, der wichtig für die Story ist, ne? In dem Fall tun die Charaktere dann nicht sterben, ne? Dann heißt es meistens irgendwie so, oh, ich habe mir voll weh getan und aber ich, deswegen muss ich mich jetzt zurückziehen oder so, ne? Aber für den Spieler bedeutet das, man hat einen Charakter verloren. War ja nicht schon der Boss. Ich glaube, ich will ja noch gar nicht hin, ne? Nein. Mal für dich die Erfahrungspunkte. Was aber ein bisschen broken ist, ist, dass man so viele Ladungen davon hat. 10 Ladungen sind viel zu viel. Außer, warte, ne, 10 Ladungen. Ich habe erst gedacht, weil ich auf schwer spiele,
Vielleicht habe ich nur 10 Ladungen, also überhaupt 10 Ladungen, ne? So im Sinne von, du hast 10 Ladungen über das gesamte Spiel, ne? Aber nein, scheint nicht der Fall zu sein. So, wer hat denn Langspeer? Ach, da habe ich keine Zeit mehr für. So, scouten wir mal weiter. Da ist einer mit einer Axt. Zum Glück ist da kein Hammer, sonst hätte ich nämlich hier voll Stress gehabt. Oh. Oh, die können sich echt nicht weit bewegen. So, was ich machen könnte, ist eigentlich, ja, ne, ich habe eine Idee. Diese Verwandlungen sind übrigens auch ziemlich überpowered, finde ich. Das ist, was ich überpowered nenne. So, ich könnte hier reingehen. Ach, der ist hier drum, deswegen erreicht er mich nicht. Der kann nicht mal darum laufen? Was ist du denn? Ich glaube nicht, ob ich das will. Ist mir schon ein bisschen zu krass hier. Na, was, wenn du noch mal deinen Stab einsetzt? Hat der schon wieder abgeklingt, ne? Hält normalerweise immer so 5-6 Züge. So, Level up. Das ist eigentlich der einzige Grund, warum man diese Stäbe einsetzt. Neben den neben der Sicht, die man gewinnt. Ach, guck mal, hier ist echt niemand. Na Gott. Wo sind denn die alle? Ja, das ist ein ziemlich einfaches Kapitel bisher. Mama, Schlosskapitel so schwer. Aber sie hat voll wenig Erfahrungspunkte bekommen. Nach, weil sie wahrscheinlich eine Level 3 Einheit geheilt hat, ne? So, ich traue mich noch nicht so weit hier reinzugehen. Und ist auch nicht so tanky. Ich kann mich auch nicht zurückverwandeln oder so, ne? Naja. So. Und da unten geht's weiter mit der Action. Ah, da ist mal wieder einer. So, ich glaube nicht, dass ich mich hier rein weiter bewegen will. Ich glaube, ich will erstmal warten, bis die ja fertig sind. Ja, dich hau ich weg. Hau ich dich weg. Ich hau dich sowas von weg. 13. Und noch mal 13. Pass auf, jetzt kriege ich aber gleich voll auf die Nase, weil ich keine Verwandlungen mehr für den Boss habe, ne? Also auch genauso wird das gleich ablaufen. Doof. So, perfekt. Dann gehst du hier rein, machst den platt, die platt. Perfekt. Ja, ja, ja. Ja, vielleicht bin ich einfach so überpowered wegen der Sidequest, ne? Kann natürlich auch sein. Wanderfahrung zwischen Alfred und genau. So, ist hier unten noch jemand? Nein, okay. So. So, du hast eigentlich auch schon, ne? Du hast nicht so viel Verteidigung. Und du hast nicht so viel AP. Na, pack ich dich mal. Hier rennen, falls du angegriffen wirst, Protektion. Kann auch mehr Leute da reinpacken, ne? Ne, lass mal lieber. So. Max, bloß mich anzugreifen. Schirmt sie dann auch für ihn dann ab, auch wenn ich das, auch wenn ich ihn erst später dahin platziert habe. So, ich weiß jetzt nicht, wo er hier war, ne? Nehmen wir mal an, er ist hier, ne? Ich nehme an, er ist hier, ne? 1, 2, 3, 4.
Aber 1, 2, 3, 4. Aber ich weiß es ja nicht genau. Ich warte erstmal hier. Na gut. Okay, da kann ja doch nicht alles sein, oder? Hey, da kommt echt jemand. Boom. Na gut. Na, ich wollte schon sagen, sie kriegt doch Aufwärtspunkte, ne? Jetzt kann ich mir leisten, das einzusetzen, weil jetzt habe ich 2 Heiler. Also wenn jetzt ein Heiler hier kommt und den anderen beschützt oder irgendjemand anderen beschützt, ne? Dann kommt sie einfach, dann kommt einfach mein anderer Heiler um die Ecke und sagt sich, oh, ich schalte ich jetzt mal wieder hoch, ne? Okay. So oder ich habe nur Butcher und den, wo sie so kurz vorm Level up waren. Egal, zack. Ha, so nah dran, Mann. Na, warte mal, könnte eigentlich schon Kill für ihn sein, ne? Ha, mit ihm muss ich aber heilen. Für Erfahrungspunkte. Okay, ich hasse es nicht zu sehen, wo ich hin muss. Ah, ich habe ja nur Alfred. Ich bin schon gewundert, warum er so viele hat. Ja, warum hast du die Leichtlanze? So, mal so. Nein. Ja. Den Volk. Oh. Oh. So. Dann gehst du mal voraus. Ein Ding. Du heilst hoch. Meine Politik mit Heilern hochtrainieren ist immer so, auch wenn die irgendwie angreifen können und damit Erfahrungspunkte sammeln können. Das Problem ist halt, Heiler können auch heilen und dadurch Erfahrungspunkte kriegen, ne? Und wenn die jetzt noch die Kills für andere Einheiten hier wegnehmen, zum Beispiel hier, weiß nicht, meine Kämpfer, dann bekommen die keine Erfahrungspunkte halt, ne? Die müssen ja auch irgendwie, oh, warte mal, ich sehe gerade hier was. Also wenn die nicht irgendwie die Erfahrungspunkte hier bekommen, du bist voll AP, du wirst aber nicht drauf gehen, selbst wenn ja was ist, oder? Nee. Ach, da unten. Ich weiß nicht, ob man dazu verstanden hat, wie ich das erklärt habe. Heiler können halt irgendwie so oder so Erfahrungspunkte bekommen. Aber Kämpfer können jetzt nicht irgendwie, weil nicht heilen oder auf andere Weise Erfahrungspunkte kommen. Die können durchs Killen und Kämpfen Erfahrungspunkte kriegen. Von daher sollte man mit den Heilern heilen, ne? So, du reichst sie nicht. Haben wir dich kaputt. Oh, im wahrsten Sinne des Wortes. So, ich hoffe, da sind jetzt keine Heiler. Ich platziere mal ihn dahin, nachdem er hochgeheilt ist. Te. Nur von dem Fall, obwohl, wenn er in zwei, wenn er aber ein Schütze ist, na, warte mal. Da bringt aber leider nichts, wenn jetzt hier ein Schütze ist und der sich hier bewegt, dann sieht down. So. Wir können auch noch teleportieren. So. Ja, immer noch niemand hier. Niemand. Auch nicht hier oben. Muss ein bisschen hier aufteilen.
alle Gegner erledigt? Ich habe gesehen, da oben war ein Boss, von daher. Und hier unten? Nein, okay. Ich gehe ja noch gucken an. Okay, dann haben wir gleich schon in der Tasche. Ne? Wir haben noch Teleportation, wir haben noch so viele Sachen hier. So viele Massenvernichtungsattacken, die wir noch übrig haben. Ich hätte erst ihn bewegen sollen und dann Protektion einsetzen sollen, ne? Ja. Jemand hier auch nicht. Ich weiß, da oben ist ein Boss. Da war noch ein zweiter irgendwo. Da bewegt sich mal jemand. Oh Mann. Oh nein. Ich habe meine Lanze fallen lassen. Ich wusste, da war noch einer. Da ist ein Magier auch noch. Ah. So, also am besten wäre ja natürlich, wenn ich dich angreife. Ne? Hast du wieder zwei? Du hast zwei, sehe ich gerade. Hm. So, Magier, rein da. Mein Gott, sie doppelt ihn noch nicht mal. Ah, du wirst ihn ja wohl fertig machen, ne? Oh Gott. Ich meine, da oben ist nicht nur einer irgendwo. Okay. Mein Gott, du machst mir ja trotzdem ganz schön viel Schaden. Noch Pegasus Reiter. Dich platt. Okay, wenn ich daneben hau, bin ich tot mit ihm. Ah, 92% ziemlich Treffer, genau. Ja. So, ich will dann wahrscheinlich mit ihm als erstes brechen, ne? Gleich so machen, ne? Den Koabschlag und so, ne? Da macht er wenig Schaden. Da war gar nicht Koabschlag, da war Marv. Hm, jetzt kann ich eigentlich mit ihm, obwohl, warte, ich glaube, ich will mit ihr als erstes angreifen, ne? Weil vergiften und so, ne? Okay, jetzt benimmt er mehr Schaden, ne? So wie ich da verstanden habe. Ich glaube, wir haben den in der Tasche. Ist mal kurz vorm Level Up, ne? Ja. Warte mal. Ist er nicht gebrochen? Ist er nicht gebrochen? Was? Warum kann er denn jetzt wieder kontern? Egal, sie überlebt einen Treffer. War sogar ausgewichen. War nicht 90% oder irgendwie sowas? Hm, wie ist jetzt? Hat sich alles hängen aus. Ich werde mich weiter anstrengen. Meine Level-Ups sind ein bisschen nicht so gut bisher. Kannst du ihn erledigen? Aber gar nichts an Schaden. Problem ist, wenn ich ihn jetzt in dem Zug hier nicht erledige, dann sind wir tot.
Also habe ich meisterhaft alle meine Charaktere platziert. Nein, er haut dir nicht kaputt. Nein. Oh Gott, du machst mich. Warum macht eine Eisenaxt mehr Schaden als eine Stabaxt? Was? Okay. Gefällt mir gar nicht gerade. Du kannst ihn erledigen, oder? Ich meine, ich muss, ne? Doof. Jetzt erholt er sich wieder, ne? Kommt wieder zusätzliche HP-Leiste. Wow. Irgendjemand da oben? Nein, wahrscheinlich nicht, ne? So, jetzt müssen wir den irgendwie erledigen. Mir gehen langsam die Einheiten hier aus. Ich mache echt mehr Schaden mit ne. Ich weiß nicht, ob ich genug Schaden mache gegen den. Ich weiß nicht mal, ob ich ihn treffe. Also. Okay, na gut. So, jetzt müssen Klamm und hier Dings genug Schaden machen. Oh ja, macht er auch. Aber mit ihm muss ich als letztes angreifen. Ich meine, ich kann auch Bündnis einsetzen, ne? Aber überlebt sogar. Cool. Oh Gott, irgendwann werde ich diesen einen Schaden hier vergessen, den sie am Anfang einer Runde nimmt, und mich dann verrechnen. Und da ist irgendwie, ich habe da letztens irgendwie herausgefunden. Da ist die Einheit mit einem Buch ausgerüstet und hat zumindest 2 KP, verliert sie zu Beginn des Kampfes 1 KP und fügt plus 2 Schaden im Kampf zu. Irgendwann werde ich das vergessen und diese 1 HP irgendwie vergessen. Und dann sind wir sowas von tot. Ja, okay, ja, wir haben es perfekt eigentlich geschafft. Wir haben eine perfekte Anzahl an Charakteren. So muss das laufen. Er kriegt auch noch ein Level ab. Und da war's. Oder nee. Dun, 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 dun. Okay, da lief gut. Aha. Nicht schlecht. Ah, Magie, sehr gut. Viel besser als ich erwartet hatte. Und der Talisman. Das gibt uns mehr Resistenz. Ich? Okay. Fand ich jetzt nicht so. Ich habe mal meinen Superangriff eingesetzt, aber das war es ja schon. So, dann würde ich sagen, das war's für diese Folge, ne? Und ich werde das jetzt immer so machen. Jedes Mal, wenn ich irgendwie, wenn ich jetzt irgendwie hier im Somniel bin, dann werde ich wahrscheinlich das irgendwie rausschneiden, wenn ich hier die ganzen Sachen einsammle und hier, weil ich nicht mein Tierchen streichle und was weiß ich nicht alles, weil das dauert immer zu lange, ne? Ich versuche es immer so auf 1 Stunde zu halten, ne? Das ist mir eigentlich auch schon zu lang, aber was soll man machen, ne? Kämpfe dauern halt so lange. Gut, aber ich würde sagen, wir machen jetzt hier einen Schnitt und ich sehe euch in der nächsten Folge dann wieder, ne? Tschüssikowski und bye bye und hinterlasst ein Like, ein Abo oder sowas, ne? Cool. Tschüss.